herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute machen wir etwas richtig, richtig Cooles. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier 4 Owls und die sind alle ausgewachsen. Und heute werde ich die mit euch zusammen Neon machen. Danach gehe ich noch in einen Rich Server und dann gucken wir, was Leute dafür geben. Und ja, ich gehe zur Neonhöhle. Okay, Leute, ich bin jetzt bei der Neonhöhle. Und ja, ich freue mich echt so, so doll, Leute. Endlich kann ich meine Neon-Owl wieder machen. Yay! Echt so, so cool. So, okay. Also, hier ist auf jeden Fall jetzt die Neon-Höhle. Und hier sind diese 4 Plätze, wo ich jetzt meine Owls drauf tun werde. So. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dieser Boba hier. So. Die tue ich da jetzt hin. So, die erste. Yay! Okay, so. Hier ist die zweite Boba. Dahin kommt auf jeden Fall jetzt die dritte. Die heißt Nutella. Okay, hier ist die dritte. Und auf jeden Fall jetzt die letzte, Leute. Und die heißt einfach Owl. Also echt, das ist echt so, so cool, Leute. Ich freue mich so dolle. Yay! Okay. Und jetzt hier die letzte. Oh mein Gott, okay. Hier kommt sie jetzt. Oh mein Gott. Yay, Leute. Ich habe meine Neon-Owl wieder. Yay! Ah, guck mal, wie sie. Yay! Echt so, so cool. Also echt wieder Neon Flyride Owl. Also ich bin echt so, so glücklich darüber, Leute. Yay! Endlich wieder eine Neon Owl. Yay! Okay. Echt so, so cool. Und ja, ich würde sagen, wir sind im Rich Server wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt im Rich Server drin. Und ja, ich gehe zu den Geschenken. Okay, Leute, ich jetzt beim Rich Server und ja, wie sieht es echt richtig, richtig cool. Also hier sind 2 Frost Dragons, da ist eine Turtle, ein Skelett T-Rex, ein Löwe, ein Neon Kizune, hier ist noch ein Ghost Bunny und ja, also das ist echt richtig, richtig cool. Hier ist sogar noch ein Mega Neon Dragon. Jetzt hole ich mal meine Neon Owl raus. So, hier. Okay, jetzt klicke ich auf sie drauf und auf Ride und jetzt warte ich auf ein paar Trade-Anfragen. Hier ist die erste Trade-Anfrage. Mal gucken, was die jetzt reintut. Ein Skelett T-Rex, okay, noch ein Skelett T-Rex und noch einer. Ui, okay. Eine Flyride Queen Bee, eine Ride Turtle, Neon Albino Bat, ein Ghost Bunny. Ah, okay, noch ein Ride Hyena. Das ist echt ein richtig, richtig, richtig gutes Offer. Aber ich mache das leider nicht, tut mir leid, weil ich meine Neon Owl wirklich sehr gerne mag. So, mal gucken, was die jetzt reintut. Ein Flyride Golden Dragon, ein Mega Neon Flyride Bandicoot, ein Neon Flyride Biene. Also das ist auf jeden Fall nicht so fair, weil das ist ein Flyride Golden Dragon, den kriegt man for free und Golden Pets haben voll den Wert verloren. Deswegen ist es nicht fair, tut mir leid. So, okay, ich wurde wieder angetradet. So, mal gucken, was die jetzt gibt. Sie gibt mir auf jeden Fall ein Ride Golden Unicorn, ein königliches Ei, aber das mache ich auch nicht. So, Leute, okay, also ich habe jemanden mit Frost Dragon angetradet, weil ich würde sehr, sehr gerne wieder Neon machen, weil ich habe 2. Und auf jeden Fall gebe ich jetzt meine Neon Turtle für einen. So, ich weiß nicht, ob sie es akzeptiert, aber es ist schon sehr fair. Sie hat Ed geschrieben. Ich add mal ein Dodo. Sie hat schon ein Dodo. Okay, dann gebe ich halt was anderes. Mein Flyride Evil Unicorn. Dann noch so ein Dodo. Dann auf jeden Fall noch eine Mega Neon Cat. So, okay, Leute. Sie hat abgelehnt. Egal. Hier sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele andere Frost Dragons. Und da versuche ich auf jeden Fall mal die zu bekommen. So, ich trade mal den hier an. Hier ist auf jeden Fall auch ein Fan, der schreibt die ganze Zeit, kannst du bitte Giraffe zeigen? Deswegen zeige ich die jetzt mal ganz kurz. Hier. So, sie gibt mir auf jeden Fall einen Mega Neon Flyride Dog. Das ist leider sehr under. So, hier ist der nächste Trade. Sie gibt auf jeden Fall einen Grabstein. Aber diesen Trade möchte ich auch nicht machen. Ich gebe stattdessen einen Skelett-T-Rex. Okay, jetzt hat sie abgelehnt. Egal. Okay, ich wurde wieder angetradet. Mal gucken, was sie auf jeden Fall gibt. Hier, so. Eine Neon Flyride Kuh, ein Dodo, ein Ride Reindeer, noch ein Dodo, ein Wolf, den dreiköpfigen. Aber diesen Trade akzeptiere ich leider auch nicht. Okay, ich wurde wieder angetradet und sie gibt einen Flyride Dodo und eine Flyride Turtle, aber das akzeptiere ich auch nicht. Das ist under. So, hier ist der nächste Trade. Sie gibt einen Flyride Parrot, einen Flyride Evil Unicorn, einen Neon Flyride Krokodil. Ui, das ist echt ein richtig gutes Offer. Aber diesen Trade mache ich leider auch nicht. Mal gucken, was sie mir jetzt auf jeden Fall gibt. Ein Dodo, noch ein Dodo, noch ein Dodo, ein Golden Unicorn, ein Golden Dragon, ein Skelett T-Rex, ein Ninja Monkey, ein Känguru und noch ein Känguru. Okay, ein Ride Känguru. Echt richtig gut, aber das mache ich leider auch nicht. So, er hat meine Handelsanfrage auf jeden Fall jetzt akzeptiert. Und ich tue auf jeden Fall jetzt mein Evil Unicorn rein. Mein Dodo. So, okay, jetzt hat er seinen Frost Dragon reingetan. So, okay, jetzt gebe ich auf jeden Fall noch meine Mega Neon Cat. Okay, und jetzt gebe ich auf jeden Fall noch meinen T-Rex. Und ein Skelett T-Rex. Und noch ein Neon Polar Bear. So, hier ist der nächste Trade. Sie gibt auf jeden Fall 4 von den dreiköpfigen Wölfen. Auf jeden Fall noch ein Neon Ride Dodo, ein Albino Bat, noch ein Albino Bat und auf jeden Fall noch 2 Bats. Aber ich gebe auf jeden Fall dafür meine 5 Dodos. Ich weiß, es ist anders, aber vielleicht tut sie ja dann ein paar Pets raus. Also die anderen Pets für den Neon Ride Dodo dann. So,
Okay, jetzt hat sie abgelehnt. Und hier ist noch ein Frost Dragon. Mein Evil Unicorn, mein Dodo. Jetzt scroll ich wieder hier nach unten. Und dann auf jeden Fall noch meine Mega Neon Cat. Jetzt hat sie abgelehnt. Hier sind echt so viele Frost Dragons. Okay, sie gibt mir einen Parrot und noch einen Right Griffin. Aber ich gebe dafür das hier. So, das mache ich jetzt nicht mehr. So, hier ist der nächste Trade. Mal gucken, was die jetzt gibt. Ein Flareed Unicorn. Das mache ich leider nicht. Ah, noch ein Flareed Starfish. Noch ein normaler Starfish. Aber nein. So, hier ist der nächste Trade. Eine Neon Flareed Turtle. Aber ich habe schon selbst eine, deswegen lehne ich ab. Auf jeden Fall noch ein Neon Flareed Pinguin. Ein Neon Flareed Koala. Okay, sie hat echt ein richtig, richtig gutes Offer. Aber ich gebe dafür mein Flareed Evil Unicorn. Das akzeptiere ich auch. Weil das ist echt ein richtig gutes Offer, auch für meine Neon Owl. Aber ich gebe dafür lieber meinen Evil Unicorn. Ich weiß nicht, ob sie das akzeptiert. Er schreibt Neon Owl, aber das mache ich nicht. Sie gibt einen Ruba Chicken und auf jeden Fall noch eine Katze, aber das mache ich nicht. So, okay, also hier ist ja jemand mit Frost Dragon. Ich gebe dafür das auf jeden Fall. So, hier ist next Trade und sie gibt eine Neon Flareed Turtle, eine Mega Neon King, wie ein Mega Neon Koala. Aber das mache ich auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Rich Server wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt beim nächsten Server. Und ja, ich gehe zu den Geschenken. Okay, Leute, ich jetzt hier beim Server. Und ja, auf jeden Fall hole ich jetzt hier meine Neon Owl raus. So. Und jetzt warte ich auf jeden Fall auf Trade-Anfragen. Und hier ist auch ein Frost Dragon. Ich trade die auf jeden Fall auch gleich mal an. So. Ihr Offer ist auf jeden Fall eine Neon Flareed Kuh, ein Right T-Rex, ein Bad, ein Pet-Weir, noch ein Pet-Weir, noch ein Pet-Weir, aber das mache ich leider nicht. So, ich wurde wieder angetradet. Sie tut eine Fly-Ride Owl rein, noch so ein Ride Deinonychus, ein Ride Elefant, aber das mache ich auch nicht. Und sie hat auch noch einen Limo-Stand gegeben. So. Sie gibt einen Fly-Ride Parrot, aber dafür gebe ich mein Evil Unicorn. Okay, Leute, hier ist der nächste Trade. Mal gucken, was die jetzt reintut. Ah, okay, sie gibt einen Frost Dragon. Dafür gebe ich auf jeden Fall dieses Flareed Evil Unicorn. Dann noch einen Dodo, einen T-Rex und dann auf jeden Fall noch meine Mega Neon Cat. Ich sag for Frost. Okay, jetzt hat sie den Frost rausgetan, deswegen nicht. So, ich wurde wieder angetradet. Und auf jeden Fall gibt sie eine Flareed Owl, diesen dreiköpfigen Wolf, einen Dodo, einen T-Rex, einen Ride Skelett T-Rex, einen Fossilek, einen Rise Ghost Bunny, noch einen Ghost Bunny und noch einen Fossilek. Echt sehr gut, aber nein, sorry. Mal gucken, was sie gibt. Sie gibt nichts, deswegen lehne ich ab. Der nächste Trade. Sie gibt einen Ride Dragon, einen Ride Känguru, einen Ride T-Rex, ein Flareed Albino Bat, noch ein Albino Madrid Ride und noch ein Ride Roter Panda, ein Flareed Starfish, ein Neon Ride Shiba Inu, noch ein Neon Koala. Echt sehr gut, aber nee, tut mir leid. Sie gibt wieder diesen Frost Dragon. Ich gebe dafür mein Evil Unicorn, mein Dodo, ein Skelett T-Rex habe ich auch noch, ein T-Rex und auf jeden Fall noch meine Mega Neon Cat. Okay, das akzeptiere ich nicht. Sie gibt ein Neon Unicorn, ein Mega Neon Robin und eine Neon Turtle, aber das mache ich auch nicht. So, okay, jetzt will ich mal für ihren Frost Dragon offern. Ich gebe das alles hier, so. Und jetzt auf jeden Fall noch meine Mega Neon Cat hier. Das akzeptiere ich auf jeden Fall, wenn sie macht. So, okay, sie gibt auf jeden Fall einen Ride Skelett T-Rex. Noch einen, noch einen und noch einen und noch einen. Und noch einen, oh mein Gott. Oh mein Gott, und sogar noch einen. Und noch einen. Boah, die hat ja richtig viele. Aber das mache ich leider auch nicht, auch wenn sie echt over war. Aber ich möchte meine Neon Owl eigentlich nicht traden. So, sie hat eine Flareed Owl gegeben. Dafür gebe ich ein Flareed Evil Unicorn und noch ein Dodo. Und ich add noch meine Mega Neon Cat. Okay, sie gibt eine Flareed Giraffe. Okay, ich habe jetzt abgelehnt. So, hier ist der next Trade. Sie gibt eine Flareed Crow, noch einen Frost Dragon und einen Parrot. Und auch noch ein Känguru. Oh mein Gott, das ist echt so gut. Und noch drei dreiköpfigen Wolf, ein Aussie-Egg, zwei Kitsunes, noch ein Fossil-Egg. Das ist echt ein so gutes Offer. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen soll. Das akzeptiere ich, glaube ich. So, ich habe mal schnell akzeptiert. Das ist echt ein so gutes Offer, weil ich habe schon zwei. Dann habe ich drei Frost Dragons und noch diesen ganzen Rest hier. Das mache ich auf jeden Fall. Oh mein Gott, okay. Ich akzeptiere das. Okay, Leute, sie hat abgelehnt. Schade, okay. Und ja, ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diesen Hotdog-Stand hier. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach Hashtag Hotdog-Stand in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinn vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Ride Potion hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Ella7. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Du hast die Ride Potion gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute, ich habe mir das jetzt geschrieben. Und ja, das war's im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.